Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, wir sind hier noch mitten in der weihnachtlichen Jul-Wintersaison, wie auch immer, und sind fleißig dabei, ja unsere Winter- und Weihnachtsbiere, Saisonbiere zu verköstigen. Und da ist mir doch tatsächlich was in die Finger geraten, nämlich beim Getränkehofmann, glaube ich, war es gewesen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Da bin ich nämlich auf diese Limited Edition gekommen. Von dem Altenburger Winterbier, Limited Edition, winterliches Spezialbier. So sieht das aus. Ja, hier schön mit der Bügelverschlussflasche, hier oben auch nochmal auf der Banderole steht auch nochmal schön deutlich hier das Winterbier drauf und da unten halt das Spezialbier. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen haben wir drin und wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube 5,5% Umdrehungen haben wir da. Malzsorten, Pilsner Malz und... Oh Gott, wie heißt das hier? Finde ich Metalanionin-Malz? Was ist das? Das kann ich jetzt leider nicht lesen. Melanoidimalz und Karamalz ist drin. Also das scheint irgendwie sehr viel wert, weil stehen noch keine Hopfensorten drin. Ich halte das mal so rein. Vielleicht könnt ihr es lesen. Ich weiß es nicht. Also ziemlich langes Wort. Irgendwas mit M. Ich meine, die Beleuchtung ist hier mal wieder unter aller Sau. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was das Wort heißt. Aber es ist auf jeden Fall eine Malzsorte. So viel ist sicher. Ist ja schlau, ne? So, Freunde. Ich habe Bock drauf. Bin ich gespannt. Kenn ich noch nicht. Mache ich mal auf. Ich habe es mal ein bisschen anziehen lassen von der Temperatur her. Weil ich denke, das macht sich da ganz gut. So, Entspannungsverdampfung kommt erstmal ordentlich raus. Tasting Glas ist am Start. Ich würde sagen, ich lasse mal laufen. 5,5% Umdrehungen. Oh, das sieht schon mal ausgezeichnet aus. Huch, jetzt habe ich auch noch gekleckert. So, machen wir mal hier mal schön den Deckelchen wieder drauf da. So, und dann zeige ich euch das erstmal. So schaut das Ganze nämlich aus. Also wir sehen, wir haben es auch wieder mit einem ja, typischen, etwas dunkleren Bierchen zu tun, passend für die Saison, habe ich ja schon mal gesagt, ich liebe das immer, wenn Winterbiere, Weihnachtsbiere ein bisschen dunkler daherkommen und ja, gibt sich erstmal ganz klar als Bier zu erkennen. So, von der Blume her kriegen wir 1,5 bis 2 Finger breite Blume raus. Ich würde schon sagen, cremeweiß und das Ganze ist schon recht feinporig und ich sollte mich, glaube ich, auch nicht irren. Ich schwenke mal kurz ein bisschen, bleibt auch an der Glaswand haften. Welche Kategorie sind wir? Ich würde sagen Industriestandard, ne? Kann man so durchgehen lassen, glaube ich. In der Kategorie bewegen wir uns. Das Ganze ist filtriert, hat einen deutlichen Braunton. Ich gehe mal so rein, ein bisschen ja, dunkleres Kupfer, so in diese Richtung gehen wir schon deutlich rein. Tendenz braun, dunkles Orange, so eine Töne nehme ich da wahr. Ist aber schön deep, geht schön tief rein, also auch so. Sieht schon toll aus. Von der Perlange her ist eher ein bisschen weniger. Ich halte es nochmal richtig dicht rein, sodass ihr das auch erkennen könnt. Ja, dass da auch nicht so viel Bewegung im Glas ist. Muss es aber auch nicht bei einem Winterbier. Wenn es da ist, okay. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, ja, das ist so, dann musst du unbedingt drin haben oder so. Ja. Freunde, wenn das da so steht, ich finde, das ist jetzt erstmal nicht unappetitlich. Möchte ich ganz gerne auch so bewerten. Macht mir doch schon wieder Glattbierdurst. 5/5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Und dann wollen wir doch mal schauen, wonach es jetzt schnuppern tut, ne? Mal sehen. Oh ja, vom Bouquet her deutlich wahrnehmbar, also schon ein bisschen selbstbewusster das Ganze. Malzbetont ohne Ende, also das ist schon, wo ich sage, wow, das ist schon wirklich so ein Malzspektakulum. Das ist schon wieder durchaus der Karamellmalz, den riechst du da ganz klar raus. Richtig schön karamellig, süß, lieblich, so wie er sein soll. Finde ich sehr angenehm. Ja, und sogar ein bisschen Getreidigkeit kriegst du auch noch oben rein. Finde ich gut, ist erstmal schön fein abgestimmt, vom Bouquet her auf jeden Fall lecker. So, ihr Lieben, und nu, der Antrunk. Auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. So, erster Schluck. Er ist vollzogen. Oh, auch ein bisschen Herbe kriegen wir auch noch, sag ich mit. Oben drauf. Dann müssen wir mal einen zweiten nehmen. Honig. Oh, für den Industriestandard aber schon gewagt innovativ. Doch, das ist das Erste, was ich nennen möchte. Für den Industriestandard gewagt innovativ. Im positiven Sinne. Finde ich schon mal sehr, sehr schön.
Oh, ich sehe gerade, auf meiner Liste wird sich da so ein bisschen was verschieben. Das weiß ich jetzt schon. Das war in am ersten zwei Schlücken kriegst mit. So, fangen wir mal an. Attribute: dynamisch oder gemütlich. In diesem Falle ganz klar gemütlich. Kleinere Schlucke nehmen, Temperatur auf der Zunge anziehen lassen und dann wirklich auch schön schlückchenweise dran nippen, fast schon. Dann bekommst du auch wirklich die meisten, ja, Nuancen auf deine Zunge gezaubert und wirst quasi mit den Aromen belohnt. Von dem Aspekt her wunderbar gemütliches Bier. Vom Profil her, beziehungsweise, ja doch, gehen wir mal gleich auf die Rezeptur ein, bevor wir auf die Textur zu sprechen kommen. Rezeptur finde ich persönlich schon mal gelungen, weil du hast wirklich nacheinander aufbauende Aromaspitzen, die sich sofort melden. Angefangen mit dem Malzkörper, was wir vom Bouquet her schon rausgerochen, ist es dieses karamellige, nussige, ja, liebliche, was sich wirklich schön schmeichelnd auch auf dem Mundraum bezieht. Es breitet sich schön aus und es schmeckt einfach. Das ist wirklich schon mal sehr schön. Dann haben wir sowas Hopfiges, ne? Das ist durchaus ein bisschen Hopfenherbe, Hopfenfloralität vorhanden. Schiebt sich relativ schnell nach vorne, muss man mögen, aber ich finde es ja nicht schlecht. Ich mag das, von daher passt das. Und jetzt kommt noch das Besondere: Das sind dann die feineren Nuancen, die du auch sofort merkst. Dann gerade beim zweiten Schluck, beim dritten wird es noch intensiver sein. Das ist dann so dieses, ja, ich nenne es jetzt mal so ein schöner Waldhonig, der sich so ganz dezent aus dem, ja, sekundären, wie sagt man, hinteren Bereich nach vorne schiebt, ne? Also da will sich auch noch mal so ein bisschen präsentieren, so dieses Honigflavor. Ist jetzt nicht so in einer ausgeprägten Form, vergleichbar jetzt mit dem Fürst Karl Urhell, das nicht, aber immerhin, wo ich sage, das passt schon. Das ist sehr, sehr schön eingebunden, ja, in die gesamte Rezeptur und von daher erstmal für einen Industriestandard überraschend innovativ. Also das ist so das Einzige, das ist mir so, das finde ich, erwarte ich nicht zwangsläufig, erwarte ich da nicht. Ja, im Industriestandard. Von daher bin ich da schon wirklich, wow, das ist schon mal cool. So, ist übrigens auch wieder so ein Bier, wo man ganz klar Temperatur anziehen sollte. Also vergiss es, auf den Balkon zu stellen oder im Kühlschrank. Nehmt es bitte eine halbe Stunde vorher rein, weil es braucht Zeit, um gerade bei der etwas, ja, ich sage jetzt mal angezogeneren Temperatur seine Aromen preiszugeben. Das ist wichtig. So, dann würde ich sagen, haben wir das Profil mal abgearbeitet. Kommen wir mal zu der Textur. Wie sieht es da aus? Textur ist butterweich. Also auch das überraschend, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ist wirklich richtig schmeichelnd, richtig weich. Es ist schon fast, wie ob du so Luft im Mundraum hast. Das ist wirklich phänomenal. Also auch hier das Brauwasser, das scheint schon wirklich, oh, ordentlich zu sein. Ich hatte das gar nicht so, und weiß gar nicht. Also war da was gewesen? Haben wir die anderen auch so gut bewertet? Beziehungsweise fanden wir die auch so toll? Ich weiß gar nicht. Also das ist ja auch wirklich richtig gut. So, also ich könnte mir jetzt vorstellen, jetzt habe ich ja getrunken, ne? Sagt euch der Geschmack auch Toffee so ein bisschen was? Kennt ihr diese Toffee-Dinger so? Wie heißt denn die Rückseite von Toffee-Fee? Also nicht das Schwarze oben, sondern das, was so bräunlich ist. Karamell ist das, ne? Danach schmeckt das. Und nochmal so ein ganz kleiner Hauch. Jetzt ist ja die große Frage: Mensch, Biersüffler, jetzt hast du aber ganz schön da, ne? So irgendwie. Was ist denn da mit dem Ketterer Weihnachtsbier? Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ketterer ist klar. Also dieses Bier hier, muss ich wirklich sagen, hat jetzt einen ganz, ganz krassen Sprung auf unserer Top-10-Liste 2022 gemacht. Das kann ich jetzt, glaube ich, so schon mal sagen. Und es hat sogar einen anderen Industriestandard, den ich eigentlich dieses Jahr dachte, wow, das ist überraschend. Das war mein Platz 2 übrigens. Ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall, weil da wandert jetzt das. Also, Schulz, kann ich jetzt schon sagen. Dieser Kandidat wird auf Platz 2 landen auf der Liste, das kann ich schon mal verraten. Platz 1 ist klar, ist Ketterer Weihnachtsbier. Und das ist einfach, weil bei Ketterer ist es einfach das Wasser. Und es ist dieses, ich nenne es dieses Schokoaroma, was mich meistens so gefällt. Es ist dieses Cremige, es ist so dieses, was mich an Weihnachten erinnert. Das erinnert mich nicht so an Weihnachten. Das erinnert mich aber prima an wirklich so ein schönes Saisonbier, Wintersaison, richtig schön ausgeprägt vom Malzkörper her. Und diese Limited Edition hier, das scheint wirklich zu funktionieren. Also da haben die wirklich dieses Jahr was richtig Geiles gebraut. Ich weiß nicht, wie es andere Jahre war, wenn es da überhaupt das gab. Das weiß ich einfach nicht. Aber das ist wirklich schon lecker, ne? Und das ist, wo ich sage, auf jeden Fall,
Eine Empfehlung, aber sowas von. Ja. Interessant, gut, dass ich es noch getrunken habe jetzt und mit in die Liste aufgenommen habe. Wollen wir es bewerten, aber sowas von. 5 von 5, Schrägstrich 6 möglichen Punkten, Tendenz zu einer 6 halt, ne? Weil das ist schon Krone-Bewertung verdächtig. Müsste man allerdings testen, ob alle Flaschen so sind, ob es auch alltäglich jetzt in der Winterzeit gut funktioniert. Wegbier-Tendenz müsste man noch prüfen und analysieren. Das wäre noch ganz interessant. Also noch im Prinzip ein bisschen mehr Virologie betreiben als das, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber hier müssen wir uns ja ein bisschen sputen, müssen wir ein bisschen schneller machen. Aus dem Grund, ich bin mega zufrieden, mega happy. Ich finde es richtig lecker. Lasse ich mir jetzt schmecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Biertest wieder. Wenn euch das hier gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.